Willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion. Wir sind wieder da, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Und ja, wir haben ein wenig Mist gebaut. Es ist ein bisschen was schief gelaufen. Deswegen müssen wir uns heute um gewisse Probleme kümmern, die mit Boohoos zu tun haben. Und das hier sieht doch schon mal sehr verdächtig aus. Wenn sich hier nicht einer drunter versteckt, weiß ich auch nicht. Ha, da ist er auch schon. Rambu ist mächtig böse. Na, komm her, komm her. Ich glaube, das soll so ein Rambo-Witz sein. Rambu, Rambo, whatever. Fantastisch, Luigi. Mach nur weiter so, Luigi. Du kannst jetzt den Boohoo schicken und mir deine sämtlichen Daten senden. Ja, geht klar. Dum, dum, dum. Ja, gemacht, Luigi. Okay, hier haben wir den Boohoo gefunden. Dann wollen wir nach hier oben. Ich liebe Luigis Pfeifen. Okay, hier kann der ja nur in diesen Dingern drin sein. Und... boops. Nein, ey, buh, buh. Okay. Sehr gut. Unglaublich, niemand kann dich aufhalten, Luigi. Okay, du kannst mir den Boohoo schicken und mir deine sämtlichen Daten senden. Okay, ich werde das jetzt nicht jedes Mal vorlesen. Ich glaube, das... du hast bereits 5 Boohoos gefangen. Aha. Keine Ahnung, alle Zeit der Welt. Also macht dir nichts ins Hemd. Hey, übrigens, musst du eigentlich nie auf die Toilette? Weil das erleichtert manchmal ungemein. Okay, ich glaube, das soll so ein kleiner Tipp sein, wo es weitergeht. Wir haben ja schon so ein... Hier, das ist gerade irgendwie so komisch geblinkt. Aha, hier also. Wir waren ja schon im Badezimmer. Hallo? Ist der einfach abgehauen? Oh ja. Mario! Nein, nicht Mario. Hier, hier, okay. Ach, komm. Fake! Komm her. Und flupp! Er ist weg. Whatever. Wir suchen weiter. Aha, hier vielleicht. Ich sagte hier vielleicht. Wo bist du denn? Jetzt komm raus. Ja, kennst du den Game Boo Advanced? Okay, sehr gut. Zack. Haha. Sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, im Bereich 1 alle. Ja, okay, dann speichere ich mal nicht. Das dauert mir zu lang. Habe ich einen Timer gestellt? Das ist vielleicht mal sinnvoll. Nein, habe ich nicht. Okay, was soll's. Dann haben wir das jetzt gemacht. Also wir haben die Räume, und den Raum da. Ja, ja, ich glaube Bereich 1 sollten wir komplettiert haben. Okay. Dann gehen wir hier durch diese Herztür, was mir gerade erst auffällt. Ich schätze mal, hier ist auch noch ein Boo drin. Also bevor wir es weitermachen, suche ich erstmal alle Boos. Die können ja nur hier hinten sein, bei den Stühlen, oder? Hier oder da rechts. Oder auch hier in dem Bild. Hallo. So, Boo-la-la. Nein. So, ich muss mich von denen wegbewegen. Ich blicke das bei den Boos noch nicht. Weil, wenn ich mich von denen wegbewege, die kommen ja nicht zu mir. Ja, ich weiß, dass ich nicht zu bremsen bin. Danke, danke, danke. So, waren wir schon in diesem Raum? In dem waren wir noch gar nicht, oder? Doch, waren wir. Kann ich mich nicht dran erinnern. Oh, doch, ja, ja, haben wir die Boos freigelassen. Gut. Wo kann hier denn der Boo sein? In dem Teil? Irgendwo hier in den Kisten? Wie es aussieht in den Kisten? Und, komm raus. Du darfst Game Boo zu mir sagen. Hallo? Ja, super. Ich darf also nicht von denen weg. Oh Gott, jetzt ist es irgendwo im Flur. Ich hasse das, wenn sie im Flur sind. Von hier kann jetzt nämlich in so gut wie jeden anderen Raum gehen. Okay, zum Glück geht er wieder hier rein. Das ist natürlich sehr gut. Dum, da, da, dum, dum. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Du gehst nirgendwo mehr hin. Sehr schön. Dadab, dadab, dadab. Ja, komm, speichern wir nochmal. Mario! Was? Da war doch gerade ein Kronleuchter. Habt ihr den auch gesehen? So, zack, zack. Komm du auch her. Bin ich echt... Da ist er schon wieder.
Hey, Kronleuchter. Da. Naja. Da, hallo, Mr. Kronleuchter. Na gut, dann halt nicht. Diddle-diddle-dim. In welchem Raum waren wir noch? Nur noch im Badezimmer. Okay, dann gehen wir da wieder rein. Hier ist kein Buhu drin? Nö. Kann ich in irgendeinen anderen Raum? Ich komme hier unten nirgendwo mehr rein. Doch, da hinten komme ich rein. Okay. So, dann ist das... Uah! Der hat mich gerade erschreckt, Leute. Der hat mich gerade erschreckt. Ah, Tadi! Freund, hier ist doch eine Toilette. Warum hältst du denn so? Oh, ein Schlüssel. Okay, ich weiß nicht, ob ich den anfassen würde, aber was soll's. Der führt uns da hinten hin. Okay. Ja, ich wollte Toad eigentlich nicht alleine lassen. Ja, wir sollten vielleicht mal mit dem Guten hier reden. Toad, wie geht's denn? Ich habe etwas wirklich Wichtiges ins Klo fallen lassen. Es war keine Absicht. Sorg dich nicht darum. Ich habe den Schlüssel rausgeholt. Oh, na, dann kümmerst du dich darum. Schließlich bist du ja auch der Klempner. Wenn du das in die Hand nimmst, brauche ich mir gar keine Sorgen mehr zu machen. Oh, fein. Ja, niemals, mein Freund. Hab mich schon darum gekümmert. Flup. Das Toilettenpapier nehmen wir natürlich mit. Ist da irgendwas drin? Ne, spülen kann ich auch nicht. Ein Herzchen. Krieg ich den Schrank da oben auf? Ja. Geld im Badezimmerschrank. Wer kennt das nicht? Die Lampe da oben. Oh, noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld. Sehr schön. Nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. So, okay. Kronleuchter-Fuzzi, ich weiß zwar nicht, was ich mit dir machen soll, deswegen... Ich weiß noch nicht, was ich mit dir machen soll, deswegen gehen wir einfach weiter. Ich find's so witzig wie... Ja, geh weg. Ich find's so witzig wie Luigis Nase die ganze Zeit rumschwabbelt. wir müssen in diese Tür, oder? Ja, in diese Tür. Was zur Hölle passiert hier? Hallo? Hallo. Suchst du mich? Wer bist du? Ich bin Madame Le Carreau. Verloren gegangene Gegenstände ermöglichen mir den Blick in die Zukunft. Besitztümer anderer Personen inspirieren meinen Geist. Wenn du verloren gegangene Gegenstände finden sollst, solltest du sie zu mir bringen. Dann wirst du der Zeuge meiner weitreichenden Gabe. Okay. Nur habe ich sowas nicht. Okay, nehmen wir einfach hier Geld mit, wenn sie nicht darauf achtet. So, ist hier irgendwie Geld drin? Nö. Hier gibt's... Geht's weiter. Was passiert? Ah, Gott. Nicht cool, nicht cool. Hier ist ein riesiger Spiegel und... Aha! Komm her! Wie ihr gerade sehen konntet, die Geister in diesem Raum können wir nur im Spiegel sehen. Ihr seht, ich sehe ihn nicht hinter mir, bis ich ihn anleuchte. Aber im Spiegel ist er immer zu sehen. Was sehr schön ist. Komm her. Zwei Stück. Krieg ich beide gleichzeitig? Na, schade. Leider nicht. Na, verdammt. Ah, super. Komm. Dann halt wenigstens dich. Komm, ernsthaft? Ja, lass mich hier raus. So, komm her. Wo ist dein Kumpel? Direkt hinter mir. Komm, ernsthaft? Hier ist Feuer. Okay, komm her. Lass dich blicken, Geist. Lass dich blicken. Und das war's für dich. Immer noch nicht? Vielleicht irgendwas mit diesem Schrank? Okay, zu viele. Und zack. Nein. Okay, ja, ich musste den einen loslassen, sonst hätte mich der hier schon wieder gefangen. Und das würde ich nicht nochmal wollen. Deswegen holen wir uns... lass mich in Ruhe. Verdammt, gib mir mein Geld wieder. Na super, zack. So, komm her. Waren das alle? Ja, das waren alle. Und eine rote Truhe, die hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Aber bevor wir die Truhe öffnen, holen wir uns den Bu. Spüre den Zorn von Kung Bu. Nein, Kung Bu. Verdammt.
Ja, okay, dann öffnen wir wenigstens die Tür. Und was ist das? Eine Münze? Eine Feuermünze? Achso, Gameboy Horror. Hey, Luigi, was hast du denn da gefunden? Das sollten wir, Professor Legert, man sieht sie nicht. Das sollten wir doch mal näher betrachten. Ja, sie betrachten gar nichts. Oh, okay. Oh, das ist eine Feuerelementmünze. Und nun kannst du Feuer einsetzen. Ganz recht, damit kannst du Feuergeister fangen. Wie, was ein Feuergeist ist, möchtest du wissen? Nun, du triffst sie überall dort an, wo eine Flamme brennt, mein Junge. Die Geister selbst bestehen aus Feuer, wenn du so willst. Wenn du dich gleich einer Flamme näherst, scheuchst du sie auf und sie flüchten in die Luft. Das ist der ideale Zeitpunkt, um sie aufzusaugen. Danach kannst du sie durch drückende L-Taste Feuerstöße abgeben. So kannst du Eis zum Schmelzen bringen, Kerzen anzünden und so weiter und so fort. Sei erfinderisch. Eine Anzeige am unteren Bildschirmrand gibt Auskunft darüber, wie viel vom jeweiligen Element noch vorhanden ist. Ist doch einfach, oder? Und durchaus möglich, dass sich manche Geister nur durch Einsatz des Feuers besiegen lassen. Das solltest du nie vergessen, Junge. Sag später bloß nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Okay. Yeah. Na, Moment mal, hier haben wir auch gleich Feuer. Zack. Aha. Feuergeist, saugen wir ein. Und jetzt können wir durch Drücken von L das Zeug hier anzünden. Warum ist hier immer noch... Okay, jetzt geht's hier gut. Yay, und die Tür ist wieder offen. Ich würde gerne einen neuen Feuergeist einsaugen, damit wir einfach komplett voll sind. So, und jetzt kümmern wir uns kurz um den Boo, der hier eigentlich drin sein sollte, aber es nicht ist. Ja, was soll's, dann zünden wir mal hier an, zack, und zünden da an. Wir haben hier jetzt das Feuer. Was ist denn jetzt passiert? Ein Schlüssel. Warum ist der Boo jetzt nicht hier drin? Ja? Ah, jetzt kommen wir an das Ende vom Gang. Und die letzte Türe. Hier ist wirklich nicht mehr der Boo drin. Ja, okay, der ist weg. Und, ja, verdammt. Piep. So, Leute, tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Die Elgato schmiert in letzter Zeit einfach viel zu oft ab. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Alles, was ich bis jetzt versucht habe, war vergeblich. Ich muss mich da ein bisschen mehr mal kümmern. Zack. Ah, Geister, 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 Fledermäuse, geht weg. Mein Geld würde ich gerne wieder haben. Okay, ist hier irgendwas Tolles? Noch mehr Geld, noch mehr Geld. Ein Goldbarren, sehr schön. Okay, wir haben jetzt den Schlüssel für diese Tür. Was ist das? Eine Putzkammer? Zack. Komm her, komm her, komm her. Zack, du gehörst mir, mein Freund. Okay, ist hier irgendwas Tolles drin? Eine Mütze. Das ist Marios Mütze. Und sie ist sogar frisch gewaschen. Ja. Wow. Okay. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Okay. Und zack. Komm her, komm her, komm her. Yeah. Okay. Ich würde gerne diese beiden Lappen hier. Oh Gott. Beide. Nein, lass mich in Ruhe. Super. Ja, super. Ja, sehr gut geklappt. Geh weg. So, ich kümmere mich erst um den. So, komm her, komm her, komm her. Sehr schön. Dann um den hier einzeln. Weil das so einfacher ist. Zack. Sehr schön. Okay, ich hab hier viel zu viel KP verloren. Was soll's? Wow, 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 ein Haufen Kohle und Geldbarren. Das ist doch super geil. Goldbarren. Hier ist irgendwas. Irgendwas. Aha. Yo, bleib cool, ich bin DJ Boohoo. Nein, nein. Komm her, komm her, komm her. Super. Ich blick das einfach nicht mit den Boos. Ich blick das einfach nicht. Na, was soll's? Er ist hier durchgegangen. Natürlich sorgen wir den hier erstmal auf, bevor wir irgendwas anderes aufsorgen. Hey, hey, kommst du her? Du bleibst bei mir. So, ich muss also nah zu denen sein, okay. So, ja, ich bin Geisterjäger, ich weiß. Hab gespeichert.
Mal kurz auf den Timer schauen. Wie lange sind wir denn schon in der Folge? 13 Minuten. Okay, wir können noch ein kleines bisschen. Zum Beispiel. Da hinten soll keine Tür sein. Zum Glück bin ich nicht da durchgelaufen. Zum Glück nicht. Gut, wir kümmern uns erstmal hier rum. Wow. Wieder ein Haufen Geld. Zack. Ein Feuergeist. Ein neuer. Ich sehe nichts, was wir anzünden könnten. Feuer machen bringt auch nichts. Hahaha. Okay, ja, ich weiß natürlich, wofür dieser Raum ist. Deswegen werde ich erstmal wieder einen neuen Feuergeist einsammeln. Und eigentlich sagen, das wäre es... Türe? Oh, hier. Und dann würde ich eigentlich sagen, das wäre es für diesen Part. Etwas kürzer. Aber trotzdem, wir werden dann im nächsten Part uns um den nächsten Bossgeist oder halt um den nächsten größeren Geist kümmern. Aber bis dann, würde ich sagen, was ist weiter. Mein Name ist Vitus und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.